Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks mit einer Ankündigung, die ich ja in dem ein oder anderen Video schon gemacht habe. Wie ihr wisst, 9.13 ist letzte Woche veröffentlicht worden und mit 9.13 haben die Tschechen den Weg ins Spiel gefunden, den Weg in World of Tanks. Und wie jeder es höchstwahrscheinlich mittlerweile mitbekommen hat, hat man den Tier 1 Panzer auch direkt in die Garage gestellt bekommen. Und schaut euch diesen Panzer an, guckt mal. Er hat Brüste. Das ist ein Panzer mit Brüsten. Ich kriege mir seit Tagen schon nicht mehr ein. Mr. Murp und auch Olli mussten sich das schon im TS des Öfteren anhören. Panzer mit Brüsten! Yeah, wir haben Frauen im Spiel. Es tut mir einfach leid, ich komme über diesen Witz einfach nicht hinweg. Und ja, was ich eigentlich mit diesem Video ankündigen will, ihr seht es auch am Titel, es ist die Folge 0 vom Way to Tier 10 mit den Tschechen. Das hier ist der Kolohosenka, würde ich jetzt mal sagen, wird er ausgesprochen. Der, wie gesagt, Tier 1 Panzer, der ganz witzig ist. Wir werden gleich zusammen, um die Folge 0 auch gebührend doch zu beenden, mit einem Replay starten, wo ich den in meinem allerersten Gefecht gleich mal meistere. Ah, das Ding scheint lustig zu sein, ist nicht der schnellste Panzer, aber die Kanone finde ich für Tier 1 jetzt irgendwie gar nicht so schlecht. Der hat also zwei Kanonen, das ist jetzt die Top Gun, das ist eine Tier 2 Kanone. Die schießt sauschnell, wie ihr seht. Hat einen Penetrationswert von 45, was ich für einen Tier 1 Panzer, ohne es jetzt irgendwie zu wissen, ob das viel oder wenig ist, irgendwie viel finde. Und macht auch 50 Schaden im Schnitt. Die Kanone, also so genau ist sie nicht, aber sie zielt relativ schnell ein. Und ansonsten hat das Ding einfach null Panzerung, würde ich sagen. Es ging eigentlich alles durch, aber so viel will ich noch nicht verraten. Wir gucken mal kurz in den Forschungsbaum bei den Tschechen. Und da sehen wir, es ist natürlich bisher nur eine Reihe. Es sind alles Mediums? Nein, es sind nicht alles Mediums. Der 1er, 2er und 3er sind Light Tanks. Danach geht es weiter mit Mediums und ihr wisst ja, ich habe den Skoda T40 schon in meiner Garage. Habe also auch schon eine Mannschaft, die ich dann bei den ganzen Panzern hier wunderbar mitnehmen kann. Und ja, es wird höchstwahrscheinlich nächste Woche losgehen zusammen mit Mr. Murp. Und jetzt schauen wir uns zur Einstimmung gleich mal das Panzerass mit diesem kleinen Brüstepanzer an. Bis gleich im Gefecht. Und da sind wir im Gefecht auf Midgard, wunderbare Low-Tier-Map. Und ihr seht, das ist eine Kolohosenka-Party. Das ist echt krass, wie viele von diesen Panzern hier in diesem Gefecht sind. Und ihr seht schon, das Ding ist vielleicht bergab schnell, ansonsten ist es wirklich sehr, sehr behäbig. Und jetzt werden wir gleich mal sehen, was die Kanone so drauf hat. Guck, guck. Da fangen wir schon unseren ersten Treffer. Und da, ja, den zweiten und das Gefecht läuft keine 30 Sekunden und wir haben noch 3 Hitpoints. Wow, dachte ich mir zu diesem Zeitpunkt. Das läuft ja spitze und jetzt musste ich erstmal gucken, wie ich mich hier so aus der Affäre ziehe und habe erstmal eine Weile gewartet, bis ich wieder zu bin und die da oben vom Berg endlich auch mal runterkommen. Und zack, in your face, Kollege. Also man kann im Prinzip mit 2 Schuss einen gegnerischen Kolohosenka rausnehmen, wie ihr seht. Oh, da haben wir verschossen. Ihr seht aber auch, die Kanone schießt wirklich sehr schnell. Und die Mannschaft ist noch nicht bei 100%. Ja, die Kanone ist natürlich nicht die genaueste, aber sie zielt schnell ein. Also man kann schon mal auf diese Entfernung hier schön snappen. Zack, in den Helm. Ja, und er hat nicht auf uns geguckt. Und ich kann euch jetzt schon verraten, wir werden diese Position hier nicht wirklich mehr verlassen. Das ist eigentlich ein totales Campinggefecht von mir. Wir fahren hier mal ein bisschen vor und sagen dort Hallo. Und wir gucken nicht nach links. Da haben wir echt Glück, dass wir da nicht von links beschossen werden. Jetzt gucke ich mal nach links, aber nö. Jetzt kommt hier ein Kollege von mir, den lasse ich erstmal vor. Genau, fangt ja mal den Schuss für mich. Und jetzt ziehen sich die beiden dort zurück.
Und ich warte einfach. Ja, ich gucke kurz nach links, ob der mir da gefährlich werden kann. Aber nein, kann er nicht. Und zack. Guck doch mal kurz um die Ecke und ist raus. Mittlerweile haben wir schon 259 Schadenspunkte, aber noch keinen Kill. Und ja, es sieht nicht wirklich gut aus. Es steht 10 zu 11. Und der gegnerische Kolohosenka hier, der... Wow. Hat sich erst nicht für uns interessiert. Jetzt schon. Und jetzt wartet er auf uns. Das ist natürlich uncool. Oh, ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss jetzt wirklich ein bisschen warten und gucken, dass der nochmal aufgeht. Der dort ist noch voll. Das ist gut. Jetzt hoffe ich, dass die sich ein bisschen umorientieren. Ich warte jetzt darauf, dass er einen Turm dreht. Aber er kann den... Mein Teammate kann da einen rausnehmen. Jetzt fährt er zurück. Und wenn er nochmal rausfährt und ich gut würfel, können wir ihn gegebenenfalls rausnehmen. Wir sind zu zweit gegen vier. Es sieht also wahrlich nicht gut aus. Dieser Blindschuss hätte jetzt nicht sein müssen. Und bam! Snapshot! Beziehungsweise Snipershot. 7 Hitpoints hat das gute Ding noch. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass das Team jetzt von hinten ranrückt und uns da einfach nur wegholzt. Aber mein Teamkamerad deckt da die Flanke. Und wenn jetzt der direkt vor mir nicht wäre, würde ich da jetzt rausfahren und ihm helfen. Weil der ist auch mit 26 Hitpoints ziemlich low. Und ich bin mir jetzt echt unsicher, was ich machen soll. Zurückfahren, da zeige ich meinen Arsch, bevor ich überhaupt schießen kann. Und wenn ich hier wegfahre, dann kann es durchaus passieren, dass der da drüben, wo ich gerade hinziele, rauskommt und mich von hinten wegholt. Und dieses Fahrzeug ist einfach nur so witzig. Der ist so schmal und hoch. Und was haben wir denn da? Hallo! Bäm! Echt! Also ich weiß nicht, ich war mit 100%iger Wahrscheinlichkeit offen, aber irgendwie hat er halt nicht geschossen auf mich. Und jetzt steht es bloß noch 2 zu 3 gegen uns. Und wir wissen im Prinzip, wo alle gegnerischen Fahrzeuge sind. Zwei sind auf der 6er-Linie und stehen da gegen den anderen, der auch nur noch 16 Hitpoints hat. Also Hitpoints-technisch haben wir eigentlich lange, lange verloren. Jetzt habe ich hier sehr mutige Aktion. Oh, 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 oh. Also, wie dreist ich da einfach nur vor seiner Kanone lang fahre. Und er schießt halt nicht. Ich glaube, er war einfach nur so verdunst. Huch, da ist ein Gegner. Was muss ich denn jetzt machen? Ah, herrlich. Und es steht 2 zu 2. Ich habe jetzt kurz angetäuscht, dass ich hier rüberfahre, aber bin dann doch hier hingefahren. Müsste jetzt mittlerweile zu sein. Oh, und da kommt er. Wir sind Proxy offen. Aber wenn er... Wir fahren zurück. Was macht er? Bleibt er stehen? Er bleibt stehen. Und ich glaube, jetzt bin ich nochmal noch mutiger. Und es steht 2 zu 1 für uns. Mein Teammate hat ihn rausgenommen, aber er wird gekillt. Und jetzt hole ich mir einfach den Kill. Bam! Und 3 Kills, 442 Schaden. Und das war das Panzerass. Wir springen zur Auswertung. Ja, liebe Panzersportfreunde. Und da haben wir die Auswertung, wie angekündigt, das Panzerass, der Schläger und Wirkungsfeuer. Und ihr seht, bis auf den MS1 haben wir auch nur gegen andere Kolohosenkas gekämpft. Eine tschechische Brüsteparty. Also falls ich irgendjemanden beleidige damit, es tut mir wirklich leid, aber ich muss mich darüber einfach nur so lustig machen, weil dieser, wie schon gesagt, dieser Panzer sieht einfach nur so albern aus. Aber dafür, dass er so albern aussieht, kann er wirklich sehr, sehr gut austeilen. Wir sehen es hier, 442 Schadenspunkte haben wir gemacht, 3 Kills, 671 Basis-XP. Auch im Gegnerteam gab es einen Kolohosenka, der mit 400 Schadenspunkten und 3 Kills auch ziemlich gut dastand. Ja, im Endeffekt haben wir einfach am Ende ein bisschen Glück gehabt. Die haben sich halt nicht getraut, auf uns drauf zu drücken. Dann hätten wir eigentlich längst weg sein können. Einfach mal die Hitpoints einsetzen. Und dann kann man so ein Gefecht einfach ganz schnell beenden. Aber wie es halt so ist auf Tier 1, viele sind da halt noch neu und kennen sich halt einfach nicht aus. Und dementsprechend ist auch der Gefechtsverlauf manchmal einfach so schräg wie dieses Gefecht gerade auf Midgard. In der Auswertung sehen wir dann auch noch, wir haben 231 Schaden ermöglicht, haben 15.600 Credits mit nach Hause genommen, die Munition. Das ist so süß auf Tier 1, 180, herrlich.
Und mit Tagessieg waren das dann 2014 Erfahrungspünktchen. Ja, das war Folge 0 bzw. die Ankündigung zu dem Way to Tier 10 mit Mr. Murb und mir O'Hare bei den tschechischen Panzern. Nächste Woche höchstwahrscheinlich wird die erste Folge kommen, wo wir natürlich auch nochmal diese wunderbaren Brüstepanzer spielen werden. Herrlich, wir werden auf jeden Fall sehr viel Spaß haben, das kann ich versprechen. Was sagt ihr zu den Tschechen? Fahrt ihr sie schon? Wollt ihr sie fahren? Schreibt es mal in die Kommentare und wir sehen uns auf dem Weg zu Stufe 10 wieder. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.